Sabrina hat es nun auch Jochen geschafft. Ja, geschafft, würde ich sagen. Ja, wird man schon eine Schulze sein, gell? Ja, du sollst mal reingehen jetzt, Henry. Junge, lass doch dein Buchs an. Fabian ist nervös. Der sonst so coole und selbstbewusste Tom Cruise-Fan fängt allmählich an zu zweifeln. Also jetzt bin ich doch ein bisschen mehr nervös. Zwei schon weiter und jetzt der dritte drin und ich sitze hier noch. Ach, ich habe auch jetzt gar keine Lust auf die Kamera. Bitte weg jetzt. Ich habe gerade so viel Angst. Du bist durch, du kannst dann gehen. Ja, sehr gut. Ja. Mit Fabi würden wir dann gern noch mal einmal ganz kurz... Genau, das ist ja der letzte im Bunde. Das hat natürlich auch seine... Du kannst dann gehen, ja? Ja. Dann bis demnächst, Harry. Bis Schulbeginn, gell? Genau. Ja? Ja. Ja? Sehr gut, hat mich gefreut. Mich auch. Ciao. Schau mal. Komm. Ja, jedenfalls. Also Fabi. Fabian, wir haben also, wir sind zu einem Entschluss gekommen. Ja, wir haben lange überlegt und ich habe. Und wir würden, also ich persönlich, ich hab dich ja echt gern. Und ich denke, er hat was. Er hat wirklich was. Ja, was aber soll das heißen? Ich habe zu wenig gesehen. Ich habe wirklich definitiv zu wenig gesehen heute. Also beim Tanzen okay, das ist eine Standardübung. Ja, das ist noch nichts, da heißt es noch gar nichts. Aber bei der Impro-Übung, also mit der Situation, da also ich sehe es immer so, es sind 2 Jahre. Ja? Und die Eröffnungsarbeit, die muss ich machen. Und die Eröffnungsarbeit ist das A und O. Das heißt, emotionale Offenheit ist... Aber was ist denn, wenn wir ihn vielleicht die 3 Monate... Bettina. Also ist überhaupt nicht schlimm, ist das überhaupt? Scheiße. Die Entscheidung ist gefallen. Fabian wurde nicht genommen. Andere Wege. Tut mir jetzt persönlich auch wirklich leid. Ich würde mir gerade ein bisschen zu viel. Okay, tschüss. Also nimm's uns nicht übel, ne? Tschüss zusammen. Also ich hätte ihn eigentlich... Nee. Tut mir immer weh. Oh ja. Das ist toll. Verärgert und sauer verlässt Fabian fluchtartig die Aula. Stiefvater Bernd wartet bereits auf dem Parkplatz, um Fabian abzuholen. Und das nicht ohne Grund. Er hat eine Überraschung für Fabian. Ja, ich stehe jetzt hier, ne? Weil ich will den Jungen abholen. Der hat ja heute den Casting hier für die Film School oder Acting Kram. Da weiß ich nicht. Und ich glaube ja schon, dass das nicht klappen wird. Ich bin da irgendwie, ich hab's im Urin, ne? Heute Morgen noch gedacht. Ne? Und dann dachte ich mir, ich habe ja gestern Abend gesagt, ich wollte was vorbereiten, ne? Hier von wegen, dass ich hier Connections habe. Und das habe ich tatsächlich, ne? Weil der Junge wird ohne Vitamin B nichts schaffen. Das ist in dem Business ist das knallhart, weißt du? Knallhart! Da bist du gefickt. Böse die Ausdrucksweise, sorry, aber geht, das ist so. Das ist so. Ne? Ich meine, der wird sich die Finger lecken noch. Der wird sich die Finger lecken nach der Schauspielkarriere, aber ich habe was viel Besseres. Also, man muss klein anfangen. Deswegen Fotoshooting. Geiles Studio, ein Kumpel von mir, ne, hat da was klar gemacht. Ich habe gesagt, hier, ich kenne da jemanden, der wird gerne das Model spielen, ne. Ja, wenn ich dem das gleich sage, der wird sich bepissen vor Freude, ne. Ich meine, dann ist auch der Junge glücklich, ne, und wenn der Junge glücklich ist, ist auch die Arbeit glücklich, und wenn die Arbeit glücklich ist, bin ich auch glücklich, ne, klar. Und dann ist wieder Friede im Haushalt, ne, das ist das Wichtigste, ne. Kann ich wieder nach Ruhe meine Dokus gucken, und dann geht wieder alles seinen Weg, ne. Ist klar, ne. Ist klar. Herr Fabi! Und? Was willst du denn hier? Nee, ne? Wie nee, ne? Hab ich mir gedacht, ne? Aber gut. Komm erst mal an, ne? Also. Ist wirklich nichts geworden, ne? Da drin. Ach, hör auf, ey. Das war ein Traum von mir.
Ich wollte ganz groß rauskommen nach Hollywood und so. Und jetzt alles für den Arsch. Alles. Ja klar, ist ja auch geil, ne? Schauspiel und so. Aber ich sag mal so. Schieb's alles erstmal auf die lange Bank, Schauspiel und so, ne? Ich meine, klar, ich meine Hollywood und so juckt schon in den Eiern. Ja, klar! Ich sag mal, das ist Träume sind Schäume, ne? Und da habe ich mir was überlegt. Ich weiß, du hast Arleiter erwartet, die sollte ich abholen, der wollte auch noch zu Meckes oder weiß ich nicht was, ne? Scheiß drauf, ne? Ich hab eine Überraschung für dich. Wie? Eine richtig fette, geile Überraschung. Also so, ich sag mal, es hat nichts mit Schauspiel zu tun, deswegen so viel zum Thema, erstmal auf die lange Bank schieben, ne? Verjeset mit der Schauspielerei. Ja, was denn genau? Sag, komm mal auf den Punkt hier. Ja, nee, ja, pass auf, ich will das ja überraschen. Ich bin ein Jude darin, ne? Aber ich sag mal so viel, ne? Hier chic chic, ne? Ein bisschen posen. Das wird geil. Posen? Ich hab ein paar Connections gehabt. Und da hab ich jetzt was klar gemacht für dich. Ich hab was klar gemacht. Echt? Ja, klar. Da bin ich aber mal gespannt, ey. Mit deinen Überraschungen, ja, super. Richtig geil, das wird geil. Das wird ein Riesending. Ein Riesending wird das. Ungläubig, aber doch interessiert, fährt Fabian mit. Ja, wo sind wir denn hier? Wo sind wir hier, Bernd? Wir sind hier da, wo deine Träume beginnen, ne? Ich sag mal, da geht's los demnächst, ne? Also das wird riesig, schmeckt halt Bombe, ne? Mehr musste später dann der Markus sein. Ich sagte, ne? Blamier mich bloß nicht. Nein, aber worum geht's denn da jetzt? Ja, ist in der Schule, ne? Ich hab da was besorgt. Ich hab da Connections. Zum Beispiel so, ne? Ist der Markus. Markus? Ja, hi. Bernd, grüß dich. Ja, Markus, kommt rein. Ja, Mann, das ist ja, hier ist ja der Kandidat, ne? Der Star. Hallo, Fabian. Hallo, Markus, grüß dich. Ja, dann wollen wir auch direkt loslegen. Haben wenig Zeit. Das schaut der Junge sieht gut aus, das wird gut heute. Ich hoffe doch, warum? Ich weiß nichts. Ich lass mich überraschen. Wird ganz groß, ne? Wird hier groß. Also, auch riesen Ding wird dann ja später überall aufgehangen, ne? Wird geil. Wird auf jeden Fall. Okay, dann schauen wir zu mir. Genau, komm, Oberkörper ein bisschen nach vorne. Ja, sehr schön. Guck mal, was freundlicher, ja. Das Kinn ein bisschen runter. Ja, dreh dich mal so ein bisschen in die andere Richtung von mir weg, genau. Ja. Ja, genau. Sehr schön. So, und jetzt gib ihm noch die Requisite. Ja, klar. Ne, hier. Fabi, nimm. Her. Immer wieder lächeln, Gesicht nehmen. Ne, komm. Das musst du machen. Das ist für die Kampagne. Mach das mal. Stell dich schnell so an, ne? Ja, genau. Action. Ja, noch ein bisschen näher ran an den Mund. Genau, fast reinstecken. Wunderbar. Sehr gut. Ja, richtig. Hä? Wunderbar. Eine Woche später hat Fabian sich endlich damit abgefunden, dass es mit der Schauspielschule nicht geklappt hat. Jetzt widmet er sich umso intensiver seiner Modelkarriere. Sein nächstes Ziel ist es, professionelles Handmodel zu werden.